Februar war ja schon in China und auch in anderen Ländern schon der Coronavirus ausgebrochen. Und ich glaube, man hat das etwas unterschätzt. Alle, auch wir, haben am Anfang gedacht, jo gut, Grippe gibt es ja schon länger. Und auch die Diskussionen führen ja alle noch im Netz. Es gibt ja immer noch Leute, die meinen, das wäre nicht so schlimm. Die täuschen sich meiner Meinung nach gewaltig. Und als es dann Anfang März nacheinander darum ging, Veranstaltungen abzusagen, Einrichtungen zu schließen, haben wir sofort auch reagiert und haben auch seit dieser Zeit jeden Morgen mit all unseren Einrichtungsleitern, mit Verantwortlichen eine Besprechungsrunde, nennen wir es Krisenstab, einfach die Dinge auch jetzt dementsprechend auch zu ordnen. Bedeutet, ist die Wasserversorgung, Abwasser gesichert, Strom, Gas, halten wir das aus, wenn es eine häusliche Quarantäne gibt? All diese Dinge haben sehr schnell und auch sehr gut funktioniert. Wir haben ja Krisenstab schon mal gehabt im Rheinland-Pfalz-Tag vor jetzt schon fast 5 Jahren. Also die Struktur hat uns auf jeden Fall geholfen, schnell zu reagieren. Und auch alle Mitarbeiter, auch Verantwortliche, sind sehr kreativ und sind vorausgegangen und, muss ich sagen, richtig gutes Team. Und so konnten wir natürlich dann auch relativ schnell auch beruhigen, zu sagen, wir haben die Lage im Griff mit dem, was die Lage mit uns macht. Nämlich die hat uns auch im Griff. Also das Wichtigste, nachdem wir auch Einrichtungen wie CCR oder auch das Azur schließen mussten, dann die Schulen, Kindergärten, natürlich informieren, kommunizieren, auch mit allen Mitarbeitern. Die Verbandsgemeinde, Stadt- und Verbandsgemeinde Ramstein-Wiesenbach hat 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind doch einige Einrichtungen, die natürlich dann dementsprechend auch alle zeitgleich wissen wollen, was läuft. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Wir haben natürlich über unsere klassischen Kanäle Amtsblatt, wir haben natürlich über Ramstein News, über Facebook-Auftritte natürlich dann regelmäßig auch ein Update gemacht, Wasserstandsmeldung gemacht. Und nachdem dann die Geschäfte schließen mussten und nur noch wenige Einrichtungen überhaupt öffnen dürfen, auch die Gesundheitseinrichtungen, war, denke ich, die Verwirrung auch überall sehr groß. Wer darf denn überhaupt noch was und wer ist noch erreichbar? Dann haben wir uns dazu entschlossen, einen Brief zu schreiben, nämlich an alle die Generation 60+. Das ist einfach erfahrungsgemäß auch ein großer Anteil, der einfach keinen Internetzugang nutzt oder auch kein Facebook weiß und die wichtigsten Dinge dann an persönlichen Anschreiben. Das waren für die Verbandsgemeinde 5200 Personen, die angeschrieben wurden und auch durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben dann auch eine Hotline bzw. eine Erreichbarkeit über den Tag. Das Rathaus musste ja dann auch für den Publikumsverkehr geschlossen werden, gemacht, die 592-444, auch die Einkaufshilfen organisieren und. Ganz großes Dankeschön vor allen Dingen auch an die Bevölkerung, die wirklich all das jetzt auch verinnerlicht hat, auch umsetzt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die sich nicht daran halten, aber auch Dankeschön unserem Team, dass sie bereit sind, auch an Sonnfeiertagen, Wochenenden mit dem Ordnungsamt, mit allem drum und dran unterwegs sind. Auch die informieren immer mal wieder über Tag, wenn sich Leute treffen, höflich darauf hinzuweisen, denken Sie an die Abstandsregelung und. Also das Informationspaket ist das Wichtigste und man soll das auch immer ganz aktuell halten. Wir haben zum Beispiel in Kottweiler Schwanden oder Niedermuhr organisiert die Ortsgemeinde eine Nachbarschaftshilfe, Einkaufsunterstützung. Das macht die FWG in Hütchenhausen und auch die protestantische Kirchengemeinde, nämlich die Kindergarten, organisieren das für Steinwenden und die Freie Evangeliumschristengemeinde hier in Ramstein und Miesenbach. Alle haben sich freiwillig gemeldet, viele weitere haben sich gemeldet. Wir nähen zurzeit Masken, und zwar einfache Gesichtsmasken, Schutz darf man ja nicht mehr sagen, aber auch da für das Klinikum in Homburg und in Landstuhl, aber auch für die ein oder anderen Bedarfe konnten wir schon helfen, das machen wir auch zentral. Dann machen wir weiterhin auch Präventionsarbeit, das bedeutet, unser Ordnungsamt ist jeden Tag in 2 Schichten unterwegs, immer höflich, aber auch bestimmend und wir haben natürlich auch einige, die immer wieder und dauerhaft und auch denken, sie könnten uns an der Nase herumführen. Das hat ein Ende, die sind alle mehrfach angezeigt, das wird also richtig deutlich und auch im Strafmaß jetzt deutlicher, wie das bei anderen Zeiten ist, aber ich denke auch, das ist wichtig. Und die Leute sollen auch wissen, dass sie sicher sind, dass sie eine Unterstützung haben und umgekehrt sind wir froh, dass wir so Leute haben, die sich engagieren, die jetzt in der Zeit Nachbarschaftshilfe machen, sich umeinander kümmern. Das ist vorbildlich, das hatte ich auch in diesem Brief, in diesem Schreiben auch gemacht, deutlich gemacht, dass jetzt jeder in seinem direkten Umfeld Sorge tragen soll, sich gegenseitig zu helfen und die Gesellschaft funktioniert, solidarisiert sich. Wir haben immer wieder Anfragen, vor allen Dingen von den Gewerbetreibenden, die es ganz schwer trifft, die nicht wissen, ob sie ihre Miete, auch ihre Mitarbeiter halten können, ob sie ihren Betrieb, je nachdem wie lange eine angeordnete Schließung, das ist ja nicht selbstverschuldet, dauern soll. Es dauert zu lange für die Förderanträge, das ist das, was wir immer wieder jeden Tag auch hier erfahren und die
Unterstützung unsererseits, Aussetzungen von Steuern, von sonstigen Dingen, da helfen wir und hoffen natürlich dann auch, dass sich die Lage bald entspannt und dass sich auch die Unternehmen wieder erholen, denn die brauchen wir alle. Wir haben deshalb einen Aufruf gestartet und haben insgesamt 130 Geschäfte, die geöffnet haben dürfen, Sonderservice, Hol- und Bringdienste haben, gebündelt. Es haben sich alle rückgemeldet und das ist schon eine Riesenzahl, auch im ganzen Umfeld. Dann sieht man erstmal, und das ist nur ein Teil der Gewerbetreibenden, die es hier am Standort gibt, aber die jetzt in der Lage sind, trotz diesen hohen Auflagen ihre Dienstleistung, ihre Waren oder auch ihren Service anzubieten. Und ich denke, das ist ganz toll. Das haben wir auch digital veröffentlicht, also auf den Rammstein News Portal, aber auch ganz klassisch im Amtsblatt diese Woche nochmal komplett abgedrückt, auch mit den Einkaufshilfen, auch mit den Kontaktstellen und nochmal ganz wichtig, zentral die 592-444 hier im Rathaus. Auch an den Feiertagen sind wir da, also man kann uns immer erreichen, wenn es wirklich irgendwo der Schuh drückt oder brennt. Also die Ratssitzungen sind momentan nicht durchführbar oder nur unter ganz besonderen Voraussetzungen durchführbar. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob es Sinn macht, ob es wirklich zwingend notwendig ist, sich dann tatsächlich zu treffen. Das könnte man sicherlich unter freiem Himmel machen oder in größeren Hallen mit einem kleineren Gremium. Das kann jede Ortsgemeinde letztendlich dann auch selbst abstimmen. Und je nachdem, wenn es nicht aufschiebbare Dinge sind, Auftragsdinge, die später, wenn sie jetzt nicht beauftragt werden können, einen Schaden verursachen, dann kann man das mit dem Medium Eilentscheidung, dann trifft der Bürgermeister in Absprache mit seinen Beigeordneten diese Eilentscheidung, das ist der Paragraph 48 der Gemeindeordnung, das ist wichtig, das kann man tun, aber wenn man zum Beispiel jetzt den Haushaltsplan noch verabschieden möchte, so haben wir es auf Landkreisebene auch besprochen, dass wir quasi einen kleineren Ausschuss bilden, der vorberät, der sich unter Umständen dann auch einmal trifft und dann dem Landrat oder in dem Fall wäre es dann der Bürgermeister, die freie Hand gibt, eben eine sogenannte Eilentscheidung auch zu treffen. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwann im Sommer oder im Herbst dann wieder normal laufen kann, aber wenn jetzt eine dringliche Entscheidung getroffen ist, ist das durchaus möglich. Ja, die Einschränkungen sind halt schon massiv für alle, für Familien. Es sind ganz schwierige Dinge. Trauungen dürfen maximal mit dem Ehepaar und dem Standesbeamten in dringenden Fällen gefeiert werden. Gefeiert darf ja nicht werden. Trauer, Sterbefälle, Beerdigungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ganz schwierige Kiste. Zeigt und dokumentiert aber auch, wie wichtig es ist, sich an die Spielregeln zu halten. Diese Auflagen sind nicht gemacht worden, weil man sagt, ja, mal gucken mal, wie es sich irgendwann entwickelt, sondern es geht hier um Leben und Tod. Es geht darum, diese Ausbreitung, diese Pandemie abzudämpfen. Sie ist damit nicht besiegt. Auch das muss klar sein. Die wird uns die ganze Zeit immer wieder in anderen Bereichen, ja, im Griff halten, aber wir werden versuchen, uns aus diesem Würgegriff zu lösen. Aber dafür ist es jetzt wirklich dringend notwendig, hier keine Entwarnung zu geben. Die Leute haben sich wirklich Stück für Stück sehr diszipliniert verhalten. Und es ist schwer, es ist schönes Wetter, die Kinder sind zu Hause. Wie gesagt, Kontakte sollen vermieden werden. Das ist schon eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Aber ich kann nur noch mal appellieren, bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie, wenn Sie spazieren gehen, frische Luft schnappen. Verweilen Sie nicht an Plätzen, treffen Sie sich nicht mit größeren Gruppen oder machen Sie irgendwelche Festivitäten und feiern. Dafür ist hinterher noch genug Zeit. Das werden wir auch erleben, da bin ich mir ganz sicher. Aber wenn wir jetzt Disziplin wahren, Abstände halten, die Hygienevorschriften einhalten und einfach dieses Miteinander, diese Kommunikation, die man schon haben darf, aber auch dann auf Telefon, aber auch von mir aus auf Videokonferenz oder FaceTime oder was weiß ich was, für die nächsten Tage beschränkt, dann lernt man auch zum Beispiel auch was dabei, so ist es ja auch nett. Aber ganz wichtig ist, diese Spielregeln einzuhalten, sonst wird es wirklich unter Umständen noch bitterer, wie es jetzt schon ist. Und wenn wir es schaffen, bin ich auch davon überzeugt, dass jetzt wirklich uns am Riemen zu reißen weiterhin, dann wird auch Stück für Stück auch wieder Normalität einkehren. Es ist noch zu früh, davon zu sprechen, aber ich gehe davon aus, für mich selbst auch der 20. April ist hoffentlich ein Hoffnungstag, dass man sagen kann, ab jetzt wird es etwas lockerer und es geht Stück für Stück bergauf.